Bau Pesendorfer in Vöcklermarkt und Schwannenstadt. Fairness, auf die Sie bauen können. Herkules Aufgabe für die UVB Oberbank Vöcklermarkt in der 25. Runde der Regionalliga Mitte. Im Kampf gegen den Abstieg geht es diesmal nämlich gegen den überlegenen Tabellenführer und fast schon Meister ASK Volzberg. Die Gäste in Weiß von links nach rechts übernehmen auch vom Anstoß weg das Kommando. Die erste gute Gelegenheit landet nach 6 Minuten drüber. Vöcklermarkt schafft es kurz darauf erstmals gefährlich vor das Tor. Flanke, Gruber, Kopfball, Pointner und 1:0. Der Jubel verstummt jedoch schnell wieder. Abseits die Entscheidung. Wir befinden uns immer noch in der Anfangsphase, gerade einmal 20 Minuten gespielt. Nach einem weiten Ausschuss patzt die heimische Verteidigung gleich zweimal, Kopfballduell verloren. Der Ball rutscht durch und die Gäste nutzen das eiskalt aus. Supern auf Alexander Rotter, 1:0 Volzberg. Verdiente Führung für den Liga-Primus. In dieser Tonart geht es auch weiter, scharfer Stangelpass vor das Tor und drin das Ding. Wieder ist es die Kombination Maximilian Supern auf Alexander Rotter, die der UVB Probleme bereitet und in dem Fall auch den nächsten Gegentreffer. Volzberg also mit der komfortablen Führung nach 27 Minuten. Chancen für die Herren in Weiß in dieser Phase beinahe im Minutentakt. Supern auf Rotter, die dritte. Schober kann zur Ecke klären. Und bei Wolfgang Schober können sich die Vöcklermarkter auch bedanken, dass die Partie nicht schon nach knapp 40 Minuten entschieden ist. Superschuss aus über 20 Metern. Die Parade noch besser. Nach der Pause schaffte es die UVB, das Spielgeschehen zumindest etwas offener zu gestalten. So richtig gefährlich wird es aber eigentlich nicht. Ganz nach dem Motto, die einen können nicht und die anderen müssen nicht, geht es durch die zweite Halbzeit. Viel Herzeigbares gibt es nicht. Knifflige Szene zumindest noch in der 73. Minute. Das Zupfen von Severin Hager unstrittig, ob Freistoß oder doch Elfmeter, ist die Frage. Schiedsrichter Stefan Marcanovic entscheidet sich für Zweiteres und liegt damit vermutlich richtig. Das Reißen am Leiball hat nämlich schon vor dem 16er begonnen. Der fällige Freistoß nicht schlecht angetragen, für ein weiteres Tor der Steirer reicht es aber nicht und das war's dann auch. Der ASK Volzberg gewinnt souverän mit 2:0 in Vöcklermarkt. Punkte waren in diesem Spiel aber auch nicht unbedingt zu erwarten für die UVB. Wir haben gut probiert, dass wir dagegen halten, auch mit Zweikampfstärke, aber es war halt trotzdem, ich habe gemerkt, dass die ein bisschen besser gespielt haben wie wir und ja. Ich glaube, hat es wieder an allen passt, was wir eigentlich uns immer vornehmen. Kämpferisch, wirklich da zu sein und dann wissen wir, dass wir vorne die Qualität haben, Tore zu machen. Das haben wir heute Gott sei Dank gleich früh in der Partie gezeigt. Während Volzberg also unmittelbar vor dem Meistertitel steht, warten auf die UVB Vöcklermarkt noch 5 beinharte Runden Abstiegskampf pur.